Ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich arbeiten gehe und meine Eltern am Ende noch weniger haben. Dann habe ich es wirklich gemerkt, dadurch, dass ich ja Geld verdiene, dass Geld fehlt. Und dann habe ich halt direkt schon so ein Stoppschild vor mein Gesicht bekommen. Du darfst nicht mehr als 100 € verdienen. Danach ist Feierabend, ne? Mein Name ist Jens Zatrine. Ich bin Sprecher für das Bürgergeld der FDP-Fraktion. Aktuell wird viel abstrakt über das Bürgergeld und Hartz IV diskutiert. Ich treffe gleich drei junge Menschen, die selbst in Hartz IV aufgewachsen sind, die mir berichten wollen, wie es war und wie sie dort rausgekommen sind. Ich freue mich auf die Perspektive von Ferhat, Sarah und Alex. Ich bin mit vier älteren Geschwistern und meinen beiden Eltern in so einer kleinen Wohnung in der Hildesheimer Nordstadt aufgewachsen. Und war immer sehr knapp alles. Also meine Eltern haben beide gearbeitet. Mein Vater hatte sogar zwei Jobs, hat trotzdem vorne und hinten nicht gereicht. Ich habe das nicht so sehr gemerkt, weil meine Mutter es immer versucht hat, von mir so ein bisschen zu verheimlichen. Dadurch, dass sie sich selber eher zurückgestellt hat als mich und meine Schwestern. Ich muss sagen, dass ich das sehr, sehr lange Zeit verheimlicht habe, weil es mir extrem unangenehm war. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, so ein bisschen, wenn mich jemand fragt, wie lief es bei dir zu Hause, da offener drüber zu reden. Und mittlerweile bin ich selber auch stolz darauf, dass ich trotz dieser Umstände mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Ja, ich muss schon sagen, dass ich, seitdem ich in Deutschland lebe, also seit 93 circa, meine Familie in Hartz IV war. Und es ist auch schwierig als Kind, was in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen ist, auch irgendwie aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Ne? Also meinen Eltern war es immer sehr wichtig, dass wir davon nicht so viel mitbekommen. Weil die wollten nicht, dass wir irgendwie drunter leiden oder das Gefühl haben, anders zu sein als andere Kinder. Wir waren in der Oberstufe und man hatte irgendwie Lust, ein bisschen mehr zur Verfügung zu haben. Hat auch an Führerschein gedacht, an Studium, wollte ein bisschen was ansparen. Und genau wie bei meinen Geschwistern auch, habe ich das meinen Eltern erzählt. Und da haben die dann gesagt, dass das nicht so gut für uns wäre. Wieso wäre das nicht gut gewesen, wenn du arbeiten gegangen wärst für deine Eltern? Weil wir, wenn ich arbeiten gegangen wäre, im Endeffekt in der Summe weniger Geld zur Verfügung gehabt hätten, als wenn ich es nicht getan hätte. Und deswegen habe ich es auch erstmal die ersten ein, zwei Monate nicht gemerkt, dass da das auch mit finanziellen Einbußen behaftet ist, weil meine Mutter es ein bisschen verschwiegen hat. Und dann habe ich es wirklich gemerkt, dadurch, dass ich ja Geld verdiene, dass Geld fehlt. Und bin da so ein bisschen ins Gespräch mit meiner Mutter gegangen. Da hat sie mir von dieser Regelung bei Bedarfsgemeinschaften erzählt. Und ich war erstmal ein bisschen schockiert. Also das fing so an, da war ich auf der Hauptschule und dann fing das auch so an, dass man gemerkt hat, so irgendwie reicht die Kohle nicht. Ne? Irgendwie will man bei Ausflügen dabei sein. Natürlich hat das Amt immer vieles übernommen, aber es war immer so ein ungutes Gefühl, auch zum Amt zu fahren, damit auch die Klassenfahrt von denen dann bezahlt wird. Du hast immer gemerkt, die anderen, die Eltern können das zahlen, du selbst. Ja, und dann habe ich halt versucht, irgendwie zu arbeiten, ne? Irgendwie eine Arbeitsstelle zu finden. Und dann habe ich halt direkt schon so ein Stoppschild vor mein Gesicht bekommen. Du darfst nicht mehr als 100 € verdienen. Danach ist Feierabend. Ne? Also ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich arbeiten gehe und meine Eltern am Ende noch weniger haben, weil sie selbst vorher schon die ganze Zeit irgendwie jeden Cent dreimal umgedreht haben. Also meine Freunde sind immer sehr offen mit mir umgegangen und für die war das nie ein Problem, aber ich habe sehr damit gehadert. Die haben ihre Ferienjobs gemacht, ohne dass sie auf irgendwelche Weiterbewilligungsanträge schauen mussten. Und man selbst stand da und hat sich schon die Frage gestellt, warum muss ich jetzt drunter leiden, weil ich in diese Familie irgendwie reingeboren wurde. Also ich kann mich noch erinnern, da waren wir beim Deutschen Roten Kreuz, weil die Klamotten damals 1-2 € gekostet hatten. Und dann standen wir halt immer da vorne, weil ich konnte mir jetzt für 20-30 € ja keine Klamotten kaufen, weil ich mir ja nichts angespart hatte. Und das waren dann auch so komische Momente, wenn du dann halt vor der Tür gewartet hast, bis du reinkommen konntest. Dann haben dich ab und zu mal welche gesehen. Das war dann auch für mich unangenehm, ne? Ja, ich habe dann aus dieser Demotivation eine Motivation gemacht und habe gesagt, ey, ich muss irgendwie gucken, dass ich Geld verdienen kann, ne? Und dann habe ich halt sehr schnell angefangen, mir auch eine Ausbildung zu machen, damit ich dann halt auch da so mein erstes Geld verdiene. Also du wusstest nicht, als du angefangen hast zu arbeiten, dass das angerechnet wird auf das Einkommen auch deiner Mutter? Genau, und meine Mutter hat es mir halt erst verheimlicht, damit ich eben nicht diesen Fehlanreiz habe, nicht arbeiten gehen zu wollen, weil es halt extrem leistungsungerecht ist einfach. Weil ich ja dieselbe Zeit
wie alle anderen mit der Arbeit da verbringe, aber viel weniger Geld bekomme. Ich habe es erst gelassen, bis mein Vater irgendwann zu mir gesagt hat, ich nehme es in Kauf, dass wir weniger Geld haben, aber diese Erfahrung musst du machen. Auf eigenem Bein zu stehen, dein eigenes Geld zu verdienen. Der fand das wichtig. Aber es war halt einfach unheimlich unschön zu wissen, dass da auch 450 Euro möglich wären, anstatt 180 am Ende des Monats. Oder gehst dann zu einem Unternehmen hin und sagst, kann ich euch irgendwie helfen? Dann sagen sie, ja, wie viele Stunden kannst du im Monat machen? Dann sagst du, ja, nicht so viel, ich kann nur bis 100 Euro. Ja, jetzt finde mal jemanden, der für ein paar Stunden im Monat dann angestellt werden soll. Da haben die Unternehmen auch kein Interesse. Und ich hatte auch nach dem dritten oder vierten Mal Fragen auch, ehrlich gesagt, keine Lust mehr gehabt. Also das war schwierig. Ich habe ja noch vier kleinere Geschwister. Ich bin der Älteste bei uns in der Familie. Und da war es ja auch meine Aufgabe, denen zu erklären, warum das nicht funktioniert. Und dann kam auch die Zeit, wo sie dann größer wurden und gefragt haben, so, ich will arbeiten, geht das? Da habe ich gesagt, du kannst das nicht. Das wird dann uns abgezogen. Das wird uns dann von Mamas Geld abgezogen, von Papas Geld abgezogen. Dann haben wir am Ende des Monats nichts. Was bedeutet sozialer Aufstieg für dich? Es bedeutet einfach, dass dieser soziale Hintergrund eben keine Rolle mehr spielt, dass es nicht darauf ankommt, aus welchem Elternhaus man kommt, was man für einen Background hat, ob man jetzt auf- oder absteigt, sondern dass es eher darum geht, dass jeder so ein bisschen die Chance hat, aus seinem Leben das rauszuholen, was er möchte. Dass jeder Mensch, ungeachtet aus dem Viertel, aus dem er kommt sozusagen, seine Position in der Gesellschaft selbst erarbeiten kann. Was machst du jetzt? Nach dem Abitur? Jetzt gerade habe ich ein Studium angefangen im Bereich PR, habe mich mit einer Agentur selbstständig gemacht. Gesellschaftswissenschaften und bin selbstständig. Womit bist du selbstständig? Ich kaufe und verkaufe Sammelkarten, also Yu-Gi-Oh! Zum Beispiel. Also jetzt fast 20 Jahre später, nach einem langen Weg, ich habe jetzt Hauptschule habe ich beendet, dann habe ich meinen Realschulabschluss nachgeholt, habe nach Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, das sage ich auch meinen Geschwistern immer. Erst eine Ausbildung, bevor ich studieren gehe oder sonst was. Ja, und dann habe ich mein Fachabitur noch gemacht. Und jetzt studiere ich, schreibe bald meine Bachelorarbeit. Und ja, es war ein ziemliches Marathon, muss man sagen, aber ich bin kurz vorm Ende. Andere Parteien sagen, Bürgergeld ist leistungslos. Da wird jetzt Faulheit belohnt und nicht Arbeit. Wie reagierst du auf diese Aussage, wenn es um die Hinzuverdienstregelungen geht? Es ist eigentlich genau das Gegenteil. Also jetzt gerade leiden Kinder, leiden Familien darunter, wenn ihre Kinder arbeiten gehen, wenn sie leisten wollen. Und wenn wir diese Hinzuverdienstgrenzen anpassen auf einer politischen Ebene, führt das eher dazu, dass Leute einen Ansporn haben, wieder arbeiten zu gehen. Es geht ja in dem Fall auch nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Eltern, die dann sich rausarbeiten können aus diesem System, weil sie aktuell noch sehr drin festhängen oftmals. Die FDP hat so lange dafür gekämpft, dass die Hinzuverdienstregelungen sich endlich anpassen. Jetzt ist mit den Händen greifbar, dass wir diese Woche es verändern. Ich finde, die persönlichen Geschichten haben nochmal geschildert, wie absurd das aktuelle System ist, was das mit jungen Menschen macht. Es ist schambehaftet. Die Botschaft ist häufig, es lohnt sich nicht, wenn du arbeiten gehst. Und dass Armut nicht mehr weiter vererbt wird, sondern es Möglichkeiten zum Aufstieg gibt, dass es mehr Leistungsgerechtigkeit gibt, ist kein abstraktes Thema, sondern das macht ganz emotional auch etwas mit Menschen. Das macht etwas im Kopf. Es gibt aber noch viel zu tun, damit weniger der soziale Hintergrund über Chancen im Leben entscheiden, sondern Fleiß, Tatendrang und Talent. Wir als FDP setzen uns weiter für mehr sozialen Aufstieg ein. Mein Name ist Sarah. Mir ist es echt wichtig, dass der soziale Aufstieg wieder zu einer Leistungsfrage wird und nicht länger von der Herkunft eines Menschen abhängt. Ich bin Alex und mich nervt es, wie krass Hartz IV mich in meinem sozialen Aufstieg gehindert hat. Mein Name ist Ferd und ich bin dafür, dass wir endlich die Hürden sprengen für Menschen, die den sozialen Aufstieg schaffen wollen.